So. Oh. Hast du auf unserem Rundgang erfahren, was du wissen wolltest? Ich möchte mehr über Dynamis erfahren. Das Dynamis hat also etwas mit deiner Mission zu tun? Erstaunlich, denn es ist eine so wenig bekannte Kraft. Hermes, gut, dass ich dich hier antreffe. Womit kann ich dir helfen? Ach, es ist nur wieder Lykaon, dieser Flammenwolf. Ich wollte ihn heute in freier Wildbahn beobachten, aber kaum hatte ich ihn einen freigelassen, drehte er durch. Er hat sich sofort auf ein paar Okipeten gestürzt und einen nach dem anderen gerissen. Da flogen vielleicht die Federn. Hat er genug zu fressen bekommen? Oder haben die Okipeten ihn vielleicht provoziert? Nein, in der Hinsicht gab es keine Unregelmäßigkeiten. Der Lykaon war einfach etwas ungestüm. Er ist eine ausgereifte, wunderschöne Schöpfung, keine Frage. Doch nach diesem Zwischenfall ist es wahrscheinlich, dass das Büro des Architekten das Konzept lediglich entgegennimmt und für die Forschung archiviert. Lykaon würde niemals an die Oberfläche des Planeten sehen. Hier in Elpis können wir jedenfalls nicht mehr für diese Kreatur tun. Doros wird die geschaffenen Versuchsexemplare in Eneta zurückschicken. Wo hat sich der tragische Vorfall ereignet? Jenseits dieses Tores, den Weg nach Südwesten entlang. Dann kann man es nicht verfehlen. Ob Doros noch dort ist, kann ich aber nicht sagen. Hermes, warte! Das ist Teil seiner Arbeit, ja. Dann muss ich hinterher. Hätte jemand die Güte, mich zu begleiten? Und wir haben noch mehr neue Missionen. Wir können die ja schon mal alle annehmen. Dann wissen wir auch vielleicht, was wir als nächstes große Nebenmission haben. Manchmal kommen die Dinge auch nur, wenn man eine Mission annimmt. Okay, das ist eine besondere Mission. Das war mir schon klar. Es führt in eine Auftragsreihe nämlich rein. Was ich ja cool finde, die kann man mit Level 80 annehmen, diese Nebenmission. Haben die mega gut gemacht, damit man auch andere Charaktere, also andere Klassen leveln kann. Und die Nebenmissionsreihe, die mache ich dann sozusagen nach dieser Hauptmission.
denke mal, da wird die Story schon nicht von stoppen oder so. Hier geht's ja noch sehr gechillt vonstatten. Schon mal gesehen? Biss- und Kratzspuren, Verbrennung. Kein Zweifel, hier war der Flammenwolf am Berg. Aber keine Spur von dem Lykaon und den Beobachtern. Hm. Sein Schöpfer Doros arbeitet für gewöhnlich in den 12 Gärten. Ich werde hingehen und mit ihm sprechen. Emissaire und ich werden sehen, ob wir die Fährte des Lykaon aufnehmen können. Er ist eine Gefahr und sollte nicht frei herumlaufen. Danke, wir treffen uns dann in den 12 Gärten. Meteon, führe Murasaki dorthin. Ich eile voraus. Ja, das ist nämlich der Ort, wo wir als nächstes... wo wir noch nicht hin können. Die 12 Gärten liegen im Südwesten. Wir müssen über eine Brücke. Ah, also gibt's doch eine Brücke, okay. Also hätte ich schon längst dahin gekommen. Tatsache, ich hätte schon längst hingekommen. Aber hier halt nicht. Da vorne sind die Gärten. Jetzt müssen wir nur noch Doros finden. Er hat blonde Haare, die zusammengebunden sind. Lass uns beide zusammen die Augen offen halten. Dann finden wir ihn sicher. Komm mit Meteon. Ich mag's, wenn die mich begleitet. Sie haben Hermes blauhaariges Mädchen und ein unbekanntes Familiar. Hat der Leiter persönlich euch geschickt? Was kann ich für euch tun? Entschuldigung. Wir haben uns vertan, wir suchen Doros. Haha, ihr seid nicht die Ersten, die uns verwechseln. Leider weiß ich auch nicht, wo er ist. Viel Erfolg bei der Suche. So, jetzt zurück ins Hyperborea. Und die Beobachten eintragen, dann habe ich Feierabend. Das ist nicht Doros, Doros hat blonde Haare. Ja, aber trotzdem jeden ansprechen. Okay, das ist der Richtige. Da ist er ja, das ist Doros. Meteon, was machst du denn hier? Ah, da ist er. Ja, der gute Doros. Ich glaube, ich bin ein Dutzend Mal hier vorbeigelaufen, ohne ihn zu sehen. Ob meine Beobachterauge etwas müde geworden sind? Jedenfalls danke, dass ihr Doros gefunden habt. Doros, du hast den Flammenwolf Lykaon konzipiert, richtig? Ja, das habe ich. Er hat den heutigen Freigang nicht besonders gut vertragen. Er ist etwas unruhig geworden und möchte nicht zurück... ins Hyperborea. Borea. Ich habe alle Exemplare ein wenig außerhalb in einen magischen Käfig gesteckt. Sobald ich meinen Bericht geschrieben habe, werde ich sie den Äther zurückschicken. Es ist, wie er sagt. Wir haben die Geschöpfe selbst gesehen. Nanu, ein Mitglied des Konvents. Ist etwas passiert? Natürlich ist etwas passiert. Der Moment, ab dem überhaupt nichts mehr passiert, in den Versuchen,
diese Herrschaften mit aller Kraft zu vermeiden. Aber das musst du jetzt nicht verstehen. Sprecht weiter. Ich habe gehört, dass der Lykan über ein paar Okipeten hergefallen ist. Es scheint, als sei er zu wild, um entlassen zu werden. Wie siehst du das? Du als sein Schöpfer das? Der Lykan ist anderen Arten gegenüber zu aggressiv und seine Kampfkraft übertrifft die der meisten anderen Lebewesen. Wenn wir ihn freilassen, besteht die Gefahr, dass er seinen Lebensraum dominiert und andere Arten ausrottet. Und das trifft auf alle seine Art zu? Es ist nicht nur ein Problem mit dem Exemplar, das heute beobachtet wurde? Nein, ich habe mehrere konzeptgetreu erschaffen. Bei allen war es das Gleiche. Außerdem habe ich seinen Lernprozess und sogar die Umgebung am Kairos geändert. Alles ohne Erfolg. Was bitte ist ein Kairos? Ein Apparat, um Erinnerungen abzuändern. Hermes hat ihn entwickelt. Mithilfe des Kairos können wir Erinnerungen von Geschöpfen löschen oder gegen andere austauschen. Das kann viel Zeit und Arbeit sparen. Zum Beispiel, wenn man wissen möchte, wie sich ein Lebewesen in einer anderen Umgebung entwickelt hätte. Was für eine Höllenmaschine ist das, Hermes? Wenn Pashtaroth von Aether Mission dieser Größenordnung erfährt, hast du im Handumdrehen dein ganzes Büro am Hals. Die Grenzwerte sind alle eingehalten, wenn auch knapp. Außerdem kann der Kairos nur mit meiner persönlichen Genehmigung genutzt werden, damit er nicht auf intelligente Lebewesen angewendet wird. Ich weiß, dass die Manipulation von Erinnerungen ein heikles Thema ist, aber denk nur an die vielen Leben, die sich damit retten lassen. Der Einsatz von Kairos ist so viel ethischer, als ständig Lebewesen zu töten und neue zu erschaffen. Nur um ihr Verhalten in einer neuen Umgebung auszuprobieren. Aber wenn man jemanden die Erinnerungen nimmt, tötet man ja auch eigentlich schon was. Es soll den Charakter eines Etwas und so. Töten, jetzt übertreibst du aber etwas, Hermes. Wir verwandeln sie lediglich in den Äther zurück, aus dem wir sie geschaffen haben. Ich verstehe ja, dass du das Leben schätzt. Das ist auch nicht verkehrt, aber unsere Arbeit steht im Dienste des Planeten. Wir formen das Leben, wir beobachten und prüfen es. Und wenn es nicht gut ist, löschen wir es wieder aus. So einfach ist das. Das ist richtig. Ich habe auch nicht vor, etwas auf dem Planeten zu entlassen, das ihn nicht verbessern würde. Aber wir entscheiden über Leben und Tod unserer Geschöpfe, in diesem Fall des Lykaons. Lykaon ist ja so ein Feuerdings, ne? Ist das Ifrit? Und beschwört man die ganze Zeit sozusagen hierher? Also wird er die ganze Zeit immer oben beschworen dann? Aus dem Äther. Also das ist ja auch so eine Erschaffungsmagie und sowas, weiß ich. Es ist... interessant, dieses Gebiet hier. Bevor wir das Leben zerstören, möchte ich sichergehen, dass die Beobachtungen korrekt abgelaufen sind und dass wir uns auch richtig entschieden haben. Ich habe alles genauestens in meinem Bericht geschrieben, damit du es nachlesen kannst. Dann können wir die Entscheidung gemeinsam treffen. Dürfen wir wohl der Entscheidung beiwohnen? Es wäre ein interessanter Aspekt für MSX Besichtigung dieser Anlage. Ja, selbstverständlich. Bitte führe sie in ein Besprechungszimmer. Dort fällen wir unsere Entscheidung.
So, als erstes mit dem Meteoriten hier. Also hier hätte ich auf jeden Fall locker hingekonnt. Aber von hier aus kommt man nicht ins dieses Gebiet. Hier muss man dann hinfliegen wahrscheinlich. Ich gehe mal kurz noch das Gebiet da vorne erkunden. Nehmen wir das. Ach du Scheiße. Hier ist irgendwie nichts los an Fates. Das heißt, hier alleine dann zu faken wird ein bisschen doof. Für die meisten von euch sind andere Lebewesen wie Dinge, die man benutzt und kontrolliert, wie Magie. Das hat Hermes mal zu mir gesagt. So. Warte mal, erstmal. Wir werden uns jetzt über den Lykaon unterhalten. Es könnte etwas dauern. Metion, was hast du denn? Mir geht's gut, aber dir nicht. Du hast großen Kummer. Ich bleibe bei dir, Murasaki. Wenn es dir nichts ausmacht. Danke. Dann gehe ich jetzt in die Unterredung. Hoffentlich wird es nicht zitzig. Danke, es gibt da etwas, das ich gemeinsam mit dir machen möchte. Und Hermes wird bei dem Gespräch bestimmt wieder traurig. Doch mit dir ist es immer lustig. Ich möchte was Lustiges finden für Hermes. Von allen Dingen in Elpis mag Hermes die Blumen am liebsten. Natürlich ist das jedes Leben schön und einzigartig auf seine Weise, aber Blumen werden geschaffen, um Gefühle zu übermitteln. Als Geschenk an eine Person, die einem wichtig ist, zum Beispiel. So hat Hermes es mir erklärt. Ich möchte Hermes eine Blume schenken. Ich kann keine erschaffen, also werde ich eine pflücken. Hilfst du mir zu suchen? Es soll die allerschönste sein, die wir in den 12 Gärten finden können. Pflücken. So wie rausreißen. Ob das so gut ist. Immerhin, wenn er das Leben schätzt, schätzt auch das Leben von Pflanzen. Und wenn man jetzt eine Pflanze sozusagen pflückt, stirbt sie. Die Blüten des Busches haben eine kräftige violette Farbe und große Blütenblätter. Sieh dir nur diese prächtigen Blüten an. Es ist, als möchte ich diese Pflanze die Königin des Gartens werden. Hermes mag es etwas bescheidener. Blumen sollte man auch so auswählen, dass sie zu der Person passen, die sie bekommt. Das hat Hermes gesagt. Schöner, schlanker Baum, Metion, und du legst die Köpfe in den Nacken, um bis zu seiner Krone raufzusehen. Keine Blüten, wenn er wenigstens Äpfel tragen würde,
könnten wir sie für Hermes zuckern. Gucken wir mal, was es außerhalb der 12 Gärten gibt. Keine Sorge, wir gehen nicht zu weit weg. Findest ein Blumenbeet, die verschiedene Farben bilden. Ein hübsches Muster. Die Blumen blühen ja um die Wette, ob die vielleicht Hermes gefallen. Aber man sollte aus Beeten keine Blumen pflücken. Sie sind noch nicht freigelassen und werden noch beobachtet. Vielleicht sind sie sogar giftig. Wir sollten uns besser woanders umsehen. Komm, es geht weiter. Das ist auch schön designt hier. Du entdeckst eine Blume, die sich auf sonderbare Weise zu regeln scheint. Das ist eine Koneon. Sie hat ein Bewusstsein, so wie ein Tier. Die Koneon kann ganz schön frech sein. Manchmal spuckt sie die Beobachter mit Samen an, wenn sie ihr den Rücken zudrehen. Die kann man nicht verschenken. Das hat Spaß. Das macht Spaß, oder? Zusammen eine Blume für Hermes zu suchen. Siehst dich an der Wegkreuzung um. Außer einem gewöhnlichen Unkraut mit kleinen Blüten findest du keine Blumen. Hier ist nichts. Na, was ist denn das? Guck mal, Murasaki, da hinten. Hier hat sich ein widerlicher Geruch breit gemacht. Schlimmer als nasse Abenteurerstiefel. Es geht von einem Lebewesen aus, das wie ein Mobul aussieht. Er heißt Adonis. Ich bin mir nicht sicher, ob das auf seinem Kopf echte Blumen sind. Hermes hat ihn neulich beobachtet. Da hat Adonis ihm einen kräftigen Klapser gegeben. So kräftig, dass Hermes 5 Tage lang nicht aus seinem Zimmer gekommen ist. Dann lassen wir das lieber. Ich möchte aber ein Geschenk haben. Irgendetwas Schönes, Originelles. Komm, Murasaki, wir suchen noch etwas. Vielleicht mehr am Rand der Insel. Wenn wir da nichts finden, nehmen wir eine der Blumen, die wir bis jetzt gefunden haben. Hier los hier. Lass uns hier Blumen pflücken. Ich sehe auch gerade, das wird die letzte Mission sein, die wir heute machen. Und morgen nehmen wir dann die Nebenmission. Chris mit. Obwohl. Mal schauen. Ich wollte ja morgen auch noch was anderes spielen, aber bis 18 Uhr können wir Final Fantasy spielen. Am Rand der Insel entdeckst du eine Böschung, die mit blauem Gras bewachsen ist. Ach, hier ist nichts. Nanu, deinem Gebüsch, da glitzert doch was.
Das sind Elpisblumen. Ich wusste gar nicht, dass sie hier auch wachsen. Hermes mag diese Blume, aber auch irgendwie nicht. Sie ist eine Entelechie, wie ich. Sie kann Hermes Kummer spüren, dann färbt sie sich dunkel. Wenn andere Leute näher kommen, strahlt sie weiß. Hermes weiß das und es macht ihn traurig. Wirklich? Bei dir war sie auch dunkel? Dann hast du auch Kummer im Herzen? Ah, wahrscheinlich war sie schwarz, weil wir die ganze Zeit Leute sterben sehen. Ja. Ich habe das schon einmal gespürt. Hermes hat auch solche Erinnerungen, aber keiner hat es je bemerkt. Kannst du mir deine Traurigkeit mal ausleihen? Bitte nur einmal. Ich möchte Hermes zeigen, dass auch andere Leute die Blume dunkel machen können. Seit er mich geschaffen hat, quält er sich mit etwas. Ich möchte etwas mit ihm teilen, auch wenn es nur düstere Gedanken sind. Wirklich? Danke, Murasaki. Ich kann nicht richtig sagen, was ich möchte. Sprechen ist ja so schwer. Lass uns in die 12 Gärten zurückgehen und warten, dass die Besprechung zu Ende ist. Dann bringen wir Hermes hierhin. Er wird sich ganz schön wundern. Ah. Also nicht pflücken, sondern ihn dahin bringen. Ist auch mal was Schönes. Wir respektieren damit auch das Leben der Pflanzen. Sie sprechen immer noch. Dann werden wir wohl warten müssen. Wir sprechen aber ganz schön lang. Hermes! 待っていてくれたのか。話し合い終わった？ああ、結論は出した。メーティオンを見ていてくれてありがとう。エメトセルクとヒトロダイエスには中にある客室でそのまま休んでもらうことになった。君にも部屋を用意させてもらう。案内しよう。待って、案内、私たちが先。エルピスの花？暗い気持ち、寂しい色、ヘルメスだけじゃない。だから、ダメ、違う。そうか、君はメーティオンの頼みを聞いてくれたのか。
よければ少し話をさせてもらえないだろうか。自分は人に定められた生き方を、星のために生きるということを悪いとは思っていない。 Kann es sein, dass er doch der Van Daniel ist? ここで働いているとどうしようもない違和感に襲われることがある。ファダニエルの座についての話を受けたとき、ヒュトロダイウスが言っていたことを覚えているか。死とはやり遂げた者が選ぶ選択であり、最後の瞬間はいつも美しいものだと。だがそれはあくまで人の話だ。作られた生物が星の益にならないと判断された場合、彼らは問答無用で消される、死を与えられる。生まれたばかりで何も成し遂げていなかったとしてもだ。処分の際は苦しませないようにしているが、死を与えられることを察した生物たちは怯え憤る。その終わりは美しいものなんかじゃない。だがそんな事実を誰も気にしていないんだ。星を良くするという目的は当然すぎるほどに当然で、誰しも疑うことなくそれを信じ行っている。自分の前には、死にゆく生物たちの瞳には、悲しみも絶望も理不尽への怒りも確かにあるのに、この世界はそ知らぬ顔で幸せそうに笑い続けるんだ。エルピスの花はいつだって無垢な白と明るい喜びの色に輝いている。そのことへの違和感が、何か暗いものが日に日に胸の内で膨れ上がっているんだ。周りにおかしいと叫んでやりたくなる一方で、おかしいのはこんなことを思う自分じゃないかと恐ろしくなってくる。だがこの世界で悲しみを知るのは、エルピスの花をこんな色に染めるのは自分だけじゃなかった。花の傍らで何を思ったのかは聞かない。もしかしたらメーティオンにせがまれて仕方なくやってくれたことかもしれない。それでもありがとう。こうして確かに悲しみがあり、怒りがあり、苦しみがある。その事実を知っていてくれることがこんなにも優しい。君は変わっているな。こんな話、眉を潜められるかと思っていたが。君は天に輝く星の正体を知っているか。ここからじゃちっともそうは見えないが、あの一つ一つがアーテリスと同じ、あるいはさらに大きな大地でできている。これだけの数だ。自分たちは星のために生きているが、
別の価値観を持つ生命もいるだろう。自分は彼らに問いかけたい。彼らがなぜ生きるのかを、命の意味を。だからデュナミスで天を飛ぶ鳥、メーティオンを作ったんだ。実のところ、メーティオンというのは、ここにいる一人だけじゃない。彼女には大勢の姉妹たちがいて、すでに宇宙へ飛び立っている。意志を持つ生命を探して、星から星へと飛んでいるんだ。宇宙の探索は、予想外の出来事の連続で、思ったような成果が上げられていない。だがそろそろ、次こそは、何かしらの結果が報告されそうなんだ。もし、君がここに滞在している間に報告が届いたなら、この夜のお礼に、きっと共有させてくれ。さて、これ以上夜が深くなる前に帰るとしよう。明日揃って寝ぼけた顔をしていては、エメトセルクたちに申し訳が立たない。メーティオン、そろそろ戻ろう。はーい。So, hier haben wir einiges zu tun jetzt, ne? Auch die Nebenmission hier. Das machen wir auf jeden Fall auch. Das gehört ja nicht dazu. Wenn das aber auch so eins ist, dann machen wir auf jeden Fall erstmal diese Storys. Weiß nicht, ob sie morgen mal machen. Mal bis 18 Uhr dazu kommen. Natürlich stehen die Dailies an oberster Stelle. Aber die sind ja eigentlich auch schnell erledigt. Wie gesagt, ich will unter der Woche auch noch andere Spiele spielen.